Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2, yeah. Ja, euch ist vielleicht gerade eben aufgefallen, ich habe keine Waffe mehr, kein gar nichts. Und ja, ich bin jetzt eben wieder neu eingestiegen und muss erstmal gucken, was muss ich jetzt eigentlich machen? Es war auf jeden Fall was hiermit und ich weiß, ich hatte glaube ich zuletzt noch einen Schalter bedient. Ich glaube nicht, dass der noch gedrückt ist vom letzten Mal. Ach ja, genau, ich glaube ich muss auf das Haus hinten drauf klettern. Und ich musste irgendwas mit dem Typi dort machen, der da drinnen steht. Habe ich das letzte Mal schon in Besitz genommen? Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist meine Wutanzeige wieder im Keller, weil ich eigentlich gehofft habe, dass wir dort unten hätten ein bisschen länger durch zum Start des neuen Parts. Aber nope, das war nicht der Fall. Und irgendwie habe ich ziemlich viel Blut verloren, wenn ich das mal so nebenbei anmerken dürfte. Na gut, dafür ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Na nu, würde schon sagen, hier war doch mal ein Rad. Ja, das haben wir umgedreht. Okay. Da gibt es nichts weiter. Nichts weiter zu sehen. Ist sowas. Ah, guck mal, da drüben, da ist sowas wie ein Dorf, ein Ort, eine Zwischenstation. Wie auch immer. Auf jeden Fall könnten wir das gut gebrauchen. Gut, okay. Jetzt nehmen wir erstmal den Typi hier in Besitz. Und dann wird bestimmt hier so ein Dingens rauskommen. So. Habe ich das schon ausgewählt? Ne, habe ich nicht. So eine Eisenbahn, so eine kleine. Ja, und da wir ja hier weder rein noch rauskommen. Ne? Hilf bitte keiner, bitte! Genau das wollte ich hören. Also irgendwie ist diesmal mein Ton recht leise. Ich muss mal eben ein bisschen lauter machen. Ist schon fast ganz laut. Hier. Muss ich diesmal meinen Lautsprecher lauter stellen. Ah ja, genau, da ist es ja. Ach, das kommt von dort hinten. Alles klar. Oh, holla, jetzt ist aber sehr laut. Nein, du sollst dich um Hilfe rufen. Ist diesmal sehr laut. So, also, erstmal diesen hier machen. Da ist das offen. Sehr schön. So, und weil es so schön war, werden wir jetzt gleich nochmal Besitz von ihm ergreifen. Wie sich das eben gehört. Sehr schön. Aber jetzt... Kommt es angetuckert? Ah, verstehe. Das muss ich mir wahrscheinlich jetzt so angucken. Sonst würde die hier ihre Runden drehen, nehme ich mal an. Nee, nicht ganz. Ja. Das ist sehr schön. Ach, genau. Okay. War vielleicht doch etwas voreilig. Dort liegt eine Leiche. Und dort hinten glitzert etwas. Und dort glitzert noch etwas. Und dort ist eine Speicherstation. Coole Sache, Mann. Moment, ich glaube, sind wir durch dieses Tor gekommen? Oder sind wir von dort oben von dem Ding gekommen? Das kann natürlich auch sein. Irgendwie verwirrend. Kane, warum rennst du immer gleich weg? Das Stück hätte ich auch noch selber laufen können. Also hiermit aktiviere ich das und das geht hier rüber. Würde dann... das hier aktivieren, was auch immer das ist. Aber erstmal werden ein paar Leichen ausgezutscht. Einfach, weil wir es können. Und Blut brauchen, selbstverständlich. Immer dieses Glühen in den Augen. Ah, von hier könnte er gekommen sein, nicht wahr? Ja, mit dem kann ich aber nichts mehr machen. Kann ich Türen öffnen? Muss ja alles mal kontrollieren. Die Fackeln erinnern mich irgendwie ein bisschen an Minecraft. Ich glaube, die sehen hier noch ein bisschen besser aus als in Minecraft. Ah, okay, es kommt drauf an, was für Grafikpakete man nutzt oder Ressourcenpakete oder wie man die heute nennt. Ist auch wurscht. Okay, wir drehen das einfach mal um, weil ich noch keine Ahnung habe, was das andere macht. Aber ich glaube, das hier geht an die Tür. Und Türen öffnen fetzt doch. Ey, da kommt was von der anderen Seite noch entgegen. Ach, das habe ich parallel zueinander aktiviert, wie es scheint. Aha. Genau, das hier ist im Übrigen jetzt die letzte Zwischenstation, die ich noch in Erinnerung habe. Also, wir nähern uns jetzt langsam dem Ende. Als ich gestartet habe, hatten wir ja auch schon 60% gemeistert von dem Spiel. Und ja, wenn wir jetzt hier dieses Rätsel gelöst haben, da kommt nochmal so ein Abschnitt, wo uns auf jeden Fall die Viecher anfallen werden, sofern ich mich entsinne. Ja, und dann haben wir es schon so gut wie geschafft und sind bei der Seherin. Ich erinnere mich noch an ein paar Ruinen, die da danach noch kommen. Und danach führt, glaube ich, so eine Art Brücke zur Seherin.
zu dem kleinen Häuschen, was Vorado, glaube ich, auch erwähnt hatte. Es hieß ja irgendwie, wir sollen das alte Haus erreichen von der werten Seorin, die älter sein soll als Vorador. Ob die genauso scheiße aussieht wie er? Nein, so schlimm sieht Vorador nicht aus. Also zumindest nicht in diesem Spiel. In diesem Spiel, ich weiß auch nicht, es fetzt irgendwie. So wie der hier ausschaut, gefällt er mir noch mit am besten. Das sieht ja irgendwie so gefährlich aus, wie man ihn halt eben auch beschreibt. Kann ich das auch wieder umstellen? Da würde aber die Tür zugehen. Was hat das jetzt zu bedeuten, wenn ich fragen darf? Ich nochmal drehe? Das bringt nichts! Warum bringt das nichts? Springt das von selber wieder zurück? Ah, Tatsache, es springt von selber zurück. Aber was bringt mir das, verdammt? Also dort steht so ein Teil. Ah, warte mal, ich glaube, ich musste was mit diesem Kran hier machen, ganz genau. Und das Teil konnte ich nämlich nicht transportieren, also das heißt Schalter bedienen. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, man muss sich ja immer umsehen und erstmal gucken, was man so machen soll, wie sich das immer gehört in solchen Spielen. Schalter! Und dann solche Relikte von unseren Urahnen, die sind auch immer wieder schön anzusehen. Also nicht nur anzusehen, sondern auch schön mitzunehmen. Den Inhalt davon. Aber schade, dass ich beim Blutsaugen die Kamera nicht schwenken kann. Die kann ich immer erst so schwenken. Oder, hoppala, wenn ich umsehen gedrückt halte. Oh, der Mund ist da. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Jetzt ist er weg. Haha, schöne Spielerei. Da kann ich hochklettern. Moment mal. Ach, dort sind die Schalter. Ich würde schon sagen, ich bin auf hohen Grad bei Schaltern vorbeigelaufen. Hm, was macht jetzt welcher Schalter, ist die Frage. Ich fange mit dem letzten an. Letzter Schalter benutzen ist fetzt. Nein, fetzt nicht. So ein Scheiß. Ah. Coole Sache. Dann ist der letzte vielleicht fallen lassen, wenn das hier zugreifen ist. Na nu, warum hast du nicht zugekrallt? Stehst du nicht in der richtigen Position? Kann ich das Ding bewegen? Nein? Warum? Oder ich muss es genau umgekehrt machen und hier was explodieren lassen, indem ich was auf das grüne Ding drauf fallen lasse. Das kann natürlich auch sein. Gibt es hier irgendwas? Moment, du musst doch irgendwo hinschwenken können, du blöder Kran. Moment. Mal kurz schauen. Der ist direkt darüber. Der hätte das Ding mitnehmen müssen. Ich kann es auch nicht bewegen. Ich habe hier nur so einen komischen Schatten unter mir und stehe mitten in der Luft. Das ist seltsam. Das ist echt seltsam. Moment, hier komme ich auch hoch aufs Dach. Ei, da kann sich ja festhalten. Ist das gewollt? Oder ist das ein Bug? Oh, hier wieder schreit. Na gut, lass mal den Quark. Kann ich von hier aus irgendwo hinspringen? Ah, guck mal, da ist ein Schredder. Vielleicht ist das das Rätselslösung. Genau. Ich erinnere mich wieder. Ich musste, glaube ich, erstmal ein Steinchen beschaffen, was durch den Schredder irgendwie hierher gebracht wird. Ach, kann es sein, dass daraus Glyphen gemacht werden? Bin mir nicht sicher. Aber meine Erinnerung kommt nach und nach zurück. Definitiv bestimmt. Kann ich hier rein, weil hier so schön die Treppe angedeutet wird? Nö, natürlich nicht. Okay, ah, guck mal, da haben wir noch einen Kran. Den hat man auch schon ausgesaugt. Okay. Dort liegen noch Tote. Ich glaube, bei denen war ich noch nicht. Oh, cool, eine Waffe, die nehmen wir mit. Abgesehen davon glitzert die dann auch nicht mehr, um uns zu irritieren. Also nochmal schauen. Hier haben wir noch so einen Wagen. Und da ist noch so ein Wagen. Und gibt es dort was in der Ecke? Vielleicht ein Relikfragment? Aber nein, schaut nicht so aus. Dam-di-dam-di-dam. Schön, neue Orte zu erkunden. Vor allen Dingen, wenn man nicht findet. Ah, jetzt haben wir es hier. Guck mal, da haben wir so ein Teil mit Stein. Also das könnte dann fallen lassen sein. Da müsste das hier ja jetzt so rüberschwenken sein, wenn die identisch aufgebaut sind. Genau. Hey, ich war noch nicht auf der Speicherstation, sehe ich gerade. Okay, na dann, greif mal richtig schön zu. Schnapp! Aha! So muss das also passieren. Ja, wir müssen natürlich warten, arbeitsschutztechnisch, bis der Kran wieder seine Endposition erreicht hat. Gut, okay. Dann ist das hier jetzt rüberschwenken. Ach, mein Hals kratzt. Gut, dann lässt du das jetzt fallen? Lässt du? Das ist ja natürlich auch ein guter Deutsch, ne? Gut, da hätten wir das.
Als nächstes müssen wir die Fließbänder zum Laufen bringen. Ah, guck mal, den haben wir auch noch nicht ausgesaugt. Immer nur her mit dem Blut. Wir können es gebrauchen. Doch zuvor speichern wir erstmal. Einfach, weil wir es können. Und setzen den Spaß natürlich fort. Gut. Jetzt schauen wir mal. Genau, hiermit können wir das bestimmt in Gang bekommen. Aber dann geht die Tür zu. Okay, dann bewege das mal bitte dorthin. Ah, die Tür ist zugegangen. Ja, ganz genau. Dort kommt der Stein. Okay. Aber ich muss es trotzdem zurückdrehen, weil wie soll ich sonst wieder rüberkommen? Ach Mensch, warum geht das nicht mit wie mit unserer Elektrizität? Einschalten und los geht's. Nur diese Zeitverzögerung. Das kostet Zeit! Okay, na dann, lassen wir hier mal weiterlaufen. Ach ja, genau, ich glaube, wir mussten ihn jetzt nicht zerschreddern lassen. Und dafür war dann das hier gut. Ja, erstmal warten, bis das Ding hier sich ausgekäst hat. Genau. Und jetzt müssten wir das unterbrechen, dass hier drinnen die Steinchen aufhören zu rotieren und uns den Stein hier kaputt machen. Genau. Und durch die Zuhluke ist der Stein herausgekommen. Coole Sache. Echt gut hier grafikdesignert wurden. Animiert wurden. Klasse. Hätte ich nicht besser hinbekommen. Ja gut, lass mal diese Läste rein. Halt, stopp, das war der falsche. Das war wieder rüberschwenken. Das hier zu mir schwenken, wenn ich bitten darf. Und bitte einmal zugreifen. Wenn du dann soweit bist. Noch einmal rüberschwenken. Ah, das läuft doch eindeutig darauf hinaus, dass wir das Ding da drüben in die Luft jagen. Wie sich das gehört. Das ist ja alles sehr sensibel. Nicht besonders fest. Okay. Lässt du das jetzt einfach fallen oder legst du das einfach ab? Ah, du drückst es kaputt. Kaputt. Und es hält noch lange nach. Jetzt könnte man denken, der Arbeiter hier wurde erschlagen, aber der war ja schon vorher tot. Hm, ob wir hier oben vielleicht noch irgendwas finden, kommen wir hier hin? Och. Mensch, ihr seid aber faul gewesen mit eurer Programmierung. Da komme ich nicht mal hin. Sauerei. Wenn man doch mal Leute hat, die sowas erkunden wollen, die sich dafür interessieren. Nö, dann eben nicht. Gut, schreiten wir weiter voran. Alles kaputt. Ich hab's gesagt. Sie wird sie verfluchen, hab ich gesagt. Die alte Hexe. Ihre Speichellecker kommen und töten uns alle. Ich hab's ihnen gesagt. Oh. Übelst grausam, so erstmal wie, ja, alter, Smallmann. Erstmal in den Neilatschen und dann ist er endgültig tot. Ganz schön grausam, aber na gut, okay. Das spiegelt Kanes Verhalten wieder mal perfekt wieder und seinen Charakter. Genau, jetzt sind wir hier draußen und gucken erstmal, ob es Reliktfragmente gibt. Ja, ich habe die Speicherstation gesehen, keine Sorge. Ich glaube auch, wenn wir die jetzt hier aktivieren, könnten wir bei einem Neustart wieder reingehen und uns das ganze Blut von dort drinnen holen, also von den einzelnen Arbeitern. Obwohl das eigentlich nicht ganz so empfehlenswert ist, weil bekanntlich geben die nicht allzu viele Erfahrungspunkte erstens und auch nicht allzu viel Blut. Aber apropos Blut, wir könnten wieder mal welches gebrauchen. Vorteilhaft wär's zumindest. Gut, wie sich das gehört, erst einmal speichern. Ja, ich möchte sowas von speichern und fortsetzen. Hier ist irgendwie alles so leer. Ich kann nichts sehen. Ist das gewollt? Kann ich hier? Ja, ich kann. Scheiße. Das war vielleicht doch nicht so klug. Ich falle in die Tiefe, in die Leere. Ich bleib in der Luft hängen. Ich scheiße! Och, Leute, was soll denn das? Nein! Auch das noch. Ja, wenn man zu neugierig ist, nicht wahr? Okay, dann bitte einmal Spiel beenden. Wir haben es ja gerade eben erst gestartet gehabt. Gespeichert gehabt, würde ich sagen. Und dann fangen wir wieder hier an. Wundervoll. Und alles ist noch kaputt.
Dann saugen wir gleich mal Blut. Oh, aber wir sind wenigstens mit eurer Rand voll aufgefüllt. Gab es da drinnen noch so ein Reliktfragment? Ja, ich weiß, dieses elendliche Backtracking. Ich würde sagen, ich schneide das hier kurz und wir sehen uns dann gleich wieder. Angst! Ich wusste schon immer, Kane hat einen mitlaufen. Sie haben mir ein Denkmal gebaut. Jeder Vollidiot weiß, dass das die Gegend versaut. Er ist weg! Warum ist er auf einmal weg? Angst! So, da sind wir wieder. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das war eben ganz schön creepy gewesen, ne? Kane scheint jetzt wieder allein unterwegs zu sein. Sein Double ist verschwunden, ne? Und ja, da waren die nächsten Viecher. Ich komme mir irgendwie verarscht vor. War hier nicht vorhin gerade der Abgrund gewesen? Also ich glaube langsam echt, das Spiel will mich verarschen. Das waren ja Bugs pur gewesen. Leute, Leute. Meine Fresse. Aber ich denke, ich werde vielleicht den Part besser erst einmal wieder beenden an dieser Stelle. Ich danke euch erstmal vielmals fürs Zusehen. Ihr habt das nächste Vieh schon gesehen. Im nächsten Part geht es ja weiter nach diesem Bug. Irgendwie war er zum Fürchten. Beinahe. Seltsam jedenfalls. Zum Glück hat mich keiner getötet. Also ist alles in Ordnung. Also vielen Dank fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Mal.